Selten haben Pkw zwischen Lastern eine Chance, wenn sie von denen eingeklemmt werden bei einem Auffahrunfall. An unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten passierte das gleich zweimal auf Brandenburger Autobahnen mit tödlichem Ausgang. Auf der A13 kamen heute Vormittag zwei Frauen ums Leben. Und was letzte Nacht auf der A12 geschah und noch den gesamten Tag beeinflusste, das zeigt jetzt Julia Baumgärtel. Reiner Schrott, was einmal ein Fahrzeug war. Ein Transporter, völlig verkohlt und zerquetscht zwischen einem Schwerlasttransporter vorn und einem Sattelschlepper hinten. Der Fahrer des Transporters war sofort tot. Passiert ist der Unfall auf der A12, nachts um 2. Der Schwerlasttransporter ist mit normaler Geschwindigkeit unterwegs, hält dann aber plötzlich an. Ob der Transporter zuerst hinten auffährt oder gleich von dem Sattelschlepper in den Schwerlaster geschoben wird, das ist nicht mehr zu erkennen. Sofort geht das zerquetschte Fahrzeug in Flammen auf. Der Fahrer erlebt das wahrscheinlich schon nicht mehr. Der Fahrer des Schwerlasttransporters sowie Fahrer und Beifahrer des Sattelschleppers kommen verletzt ins Krankenhaus. Ja, das ist schon ein sehr schwerer Unfall. Immer dann, wenn Todesopfer zu beklagen sind, dann hat das auch bestimmt schwere Auswirkungen auf die Einsatzkräfte. Und es ist schon eindrücklich, ja. Die Aufgabe der Kripo ist nun nicht leicht. Wer war der Fahrer des zerquetschten Wagens? Papiere? Fehlanzeige. Die Nummernschilder weggeschmolzen. Der ursprüngliche Wagen überhaupt nicht mehr erkennbar. Wir haben keine Hinweise auf den Fahrzeugtyp. Damit wissen wir nicht genau, wo die Fahrzeugidentifikationsnummer ist. Und entsprechend schwierig gestaltet sich das. Also wir müssen alle Blechteile durchgucken, ob da irgendwas eingestanzt ist. Und danach versuchen wir dann über die FIN den Halter zu ermitteln und dann hoffentlich Angaben zum Opfer, weil das Opfer ist nicht mehr zu identifizieren. Auch die Bergung ist schwierig. Alle drei Fahrzeuge müssen in Einzelteilen abtransportiert werden. Die A12 ist in Richtung Berlin voll gesperrt, 16 Stunden lang. Für die anderen Autofahrer bedeutet das erstmal Stau auf der Autobahn, dann Abfahren in Fürstenwalde Ost und weitere Staus auf den Umleitungsstrecken. Weitere Unfälle passieren dort ringsherum. Ein Tag im Brandenburg-Verkehr, der am besten gar nicht angebrochen wäre.